Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt wollte ich VR sagen. Ha, ich habe so viel VR im Kopf momentan. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe gerade irgendwie keine Lust. Ich weiß auch nicht warum. Es ist früh am Morgen, jetzt haben wir 6.06 Uhr. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Gerade habe ich so einen Moment, wo ich mir denke, ich finde gerade alles scheiße und doof. Aber nichtsdestotrotz mache ich mal ein Video und ich weiß auch noch gar nicht, was ich in dieses Video jetzt packen soll. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Ich weiß nicht. Wir schauen uns wieder einen Clip an, denke ich. Das macht bestimmt wieder fröhlich und munter. Und heute habe ich echt einen langen Tag vor mir. Und zwar bis 12, also von jetzt bis 12 habe ich Aufnahmen. Muss ich machen, auf jeden Fall. Sonst habe ich die ganze Woche nicht so viel gemacht, wie ich eigentlich machen wollte. Dann um 12 habe ich Zock Mix Out bis um 3. Freue ich mich drauf. Das ist etwas, worauf ich mich echt freue. Mit wem habe ich denn? S43 Gaming, Usecraft, Mia und noch jemanden. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Vor allem, weil da immer ja, nette Sachen entstehen und man halt da auch immer relativ viel Spaß hat. Also darauf freue ich mich auf Zock Mix Out. Und ja, dann muss ich arbeiten. Keine Lust zu arbeiten, zumindest gerade im Moment. Heute Nachmittag freue ich mich, weil ich dann den ganzen Tag am PC gesessen bin und dann freue ich mich, wenn ich Bewegung kriege. Und dann heute Abend streamen. Ja, und irgendwo dazwischen mal was essen. Ja, das ist heute mein Tag, also das wird heute nicht ohne. Aber ich freue mich drauf, aber das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum ich heute keine Lust habe oder warum ich momentan so einen Punkt habe, wo ich sage, alles ist scheiße und doof, sondern ich glaube, es ist einfach allgemein gerade wahrscheinlich Freitag, ich weiß es nicht, ich fühle mich gerade so ein bisschen so nicht so wohl, weiß auch nicht, naja, aber wenn ich jetzt hier so ein bisschen anfange, dann wird sich die Laune ganz schnell ändern, so kenne ich mich. So, und wir schauen uns jetzt einfach mal ein wunderschönes Clipchen an. So, meine Freunde, ich glaube, das ist die Medizin, die ich brauche, und zwar nicht lachen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und probieren das mal. Nee, versuche nicht zu lachen. 6 von It's Ellen PvP. Ja, schau mal. Die letzte Herausforderung. Oha, vielleicht hätten wir die vorigen dann schon so. Willst du es versuchen? Nicht lachen, nicht grinsen. Du denkst, du schaffst es? Ich muss ja jetzt schon grinsen. Okay. Oh, den kenne ich schon. Den kenne ich schon. Den habe ich aber wo gesehen. Die Lache ist ziemlich heftig. Ich frage mich, was der genau anschaut. Der ist aber nett. Er ist sehr sympathisch. Muss man zugeben. Ich freue mich, dass ich auch einfach endlich wieder was zu essen bekomme. Jetzt lacht er wieder so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich spotte sich auch einfach nur. Oh. Sieht gesund aus, was er da essen will. Irgendwie pflanzlich, oder? Ich verstehe ihn nicht. Keine Ahnung. Ach, den kenne ich auch schon. Eigentlich lustig, wenn man sich schon zum 100. Mal gesehen hat. Das mache ich jetzt mal. Das sah mit Elan aus. Ja, das kann ich nicht tun. Oh, der ist ja süß. Jetzt nicht mehr. Ah, den kenne ich.
fuck the fucking world. Ich weiß nicht, wie man so dämlich sein kann. Sollte man nicht vorher gucken, wenn es kalt ist, ob der Boden gefroren ist? Tausendmal gesehen und tausendmal Aua gedacht. Den kenne ich auch, wie schön der träumt. Machen Amy und Leo auch voll oft. Aber nicht gegen eine Wand laufen. Zählt das jetzt schon als Lachen? Das ist so heftig. Ich will gerne wissen, was der träumt. Ich habe mal gehört, 80% der Träume von den Hunden sind die vom Herrchen. Also, man träumt wohl vom Herrchen. Wie kann er sowas Dummes machen? Echt? Ist nicht zu spaßen. Der Airbag ist so heftig, das kann einen umbringen. Ich kann überlegen, was könnte hier Lustiges passieren? Jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall hingekriegt, nicht zu lachen. Ja, nee. Muss ich zugeben, es waren ein paar lustige Sachen dabei. Ich muss aber auch zugeben, ich kannte schon ein paar Sachen davon. Also war jetzt nicht so weltbewegend. Trotz alledem gebe ich dem jetzt ein Like. Und ja. Ich würde sagen, Challenge gemeistert. Wenn ihr auch solche Videos kennt, einfach einschicken. Unten steht eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr sie einschicken. Und ja, genau. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das war jetzt nicht der Bruder. Das, glaube ich, hättet auch ihr geschafft, nicht zu lachen. Es waren natürlich ein paar gute Sachen dabei. Und vor allem, das meiste war eigentlich eher so, okay, was ist mit dem bloß? Ja, aber nichtsdestotrotz ein witziges Videoschen. Und ich freue mich aufs nächste Video. Und ich werde mich jetzt an meiner Arbeit machen. Deswegen leider heute nur ein kurzes Video, einen kurzen Vlog. Und vielleicht dann morgen wieder. Morgen ist ja Samstag. Das ist das, wo ich momentan am meisten am Überlegen bin. Was mache ich Samstag, Sonntag? Ja, das geht ja meistens noch. Wenn man aber irgendwas am Machen ist, weg ist oder irgendwas am, ja, weg ist. Ne? Ich kann das zwar schon aufnehmen, aber kriege ich das rechtzeitig hochgeladen? Das ist das, wo ich momentan am Überlegen bin, wie ich das hinkriegen soll. Oder wenn ich mal weg bin, krank bin, ja gut, dann nehme ich mich halt auf, wenn ich krank bin. Ne? Ja, mal schauen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber da bin ich am meisten gespannt, wie ich solche Tage dann meiste. Und nicht immer, ja, Montag bis bis Freitag ist ja jetzt nicht so das Problem, da hat man meistens nicht so viel zu tun, also außer das, was ich eh an YouTube zu tun habe, aber nicht irgendwie auswärts oder so, ne? Das meine ich, da bin ich gespannt. Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Ich freue mich auf dieses Projekt weiterhin und ja, meine Laune ist ein bisschen gestiegen. Danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.